sogar. Gut, sehen wir. Langsam kommen die Leute, weißt du, es dauert Zeit bis Facebook. Es ist nicht in selben Sekunde, alle sehen das. Es dauert ein paar Sekunden und dann Leute bekommen die Nachrichten, dass wir sind jetzt online und da kommen sie langsam. Und dann super, Nürnberg ist schon da. Herr Nagel, man kann ihn hören. Einfach bitte schreiben Sie mir ja oder nein. Ich glaube, das ist die gewohnte Frage, was ich frage immer. Shalom, shalom, shalom. Einfach jemand ein Zeichen geben, bitte. Und da können wir sofort anfangen. Es dauert auch Zeit, wenn Sie bis Sie schreiben. Shalom, shalom, freut mich euch alle. Bitte jemand an ihr ein Zeichen. Ah, super, super, danke. Es freut mich nochmal mit euch zusammen zu sitzen. Wir haben jetzt, war jetzt gerade eine Pause von Pessach, vor 3 Wochen so ungefähr. Wir waren beschäftigt auch mit vielen materiellen Sachen. Das war Vorbereitung zum Pessach und aber auch mit spirituellen Sachen. Und jetzt wir sind zurück zum normalen täglichen Leben und versuchen wir. Man erzählt, dass eine Mensch hat eine Papagei gekauft. Ja? Wir sind ein Papagei. Nach ein paar Tagen kommt er zurück zum Geschäft und er sagt der Verkäufer, er möchte die Papagei zurückgeben. Warum? Ich kann nicht leben mit dieser Papagei. Den ganzen Tag schimpft er. Wenn ich laufe neben ihm, er sagt, soll ich sterben? Soll ich verbrennt lassen? Soll man mich töten? Ich kann nicht so mit einer solchen Papagei leben. Nimm sie ihn bitte zurück. Gibst du mir was anderes? Sagt ihm der Verkäufer, weißt du was, ich habe eine ganz andere Idee. Statt du gibst mir ihn zurück. Ich habe andere Papagei. Er ist eine große Zadik, ein sehr gläubiger Mensch. Ja? Und er hat aufgewachsen bei einem Rabbiner zu Hause. Er spricht nur göttliche Wörter. Ja? Amen und solche Sachen. Glauben Sie mir, wenn du kaufst auch den neue von der Papagei von der Rabbiner, dann er wird der schlechte Papagei zurück zum Glauben bringen. Da wirst du 2 gute haben. Dann kaufst du ihm und nach ein paar Tagen kommt der Käufer zurück, sagt er, hallo, jetzt ist es mehr schlimm geworden. Weil der erste Papagei sagt, sollst du sterben. Und der neue Papagei sagt, Amen. Er sagt, soll man dir töten? Und der andere sagt, Amen. So, ich kann nicht so. Und das ist auch ein Witz. Oder? Was ich wollte heute sprechen, normalerweise wir sprechen über die Wochenabschnitt, was wir lesen am Schabbat. Und, aber am Schabbat werden wir in viele jüdische Gemeinden, wir fangen an, nach Pessach die Sprüche der Väter zu lesen. Es gibt die Sprüche der Väter, es hat 6 Kapitel. Die ganze Mishnah, die mündliche Tora, ist viele Gesetze. Was darf man ja machen, was darf man nicht machen, so. Es gibt ein Buch, Sprüche der Väter, haben Sie gehört? Ja. Der hat 6 Kapitel und das ist einfach, wie soll ein Mensch leben? Und das fangen an viele Gemeinden, der Schabbat nach Pessach, die fangen an das zu lesen. Manche lesen das bis Shavuot, bis Matan Torah, weil man sagt, dass das ist die Vorbereitung zum Torah. Wenn du wirst, wenn sie möchten, in sieben Wochen die Tora bekommen, ja, am 6. Sivan, dann sollst du erst sich selbst vorbereiten als Mensch. Ja. Es gibt viele Menschen, die sind gläubige Menschen, vielleicht die machen viele Mitzvot, aber zwischen der Mensch mit der Gott, sie sind vielleicht 100%, aber zwischen sich mit Menschen, die sind sehr, sehr, sehr schlecht. Und man sagt, Derech Eretz Kadmala Torah, ein Mensch zu sein, ist vor die Mitzvot zu achten. Ja, so, nicht, dass sollst du warten mit dem Mitzvot, aber dieser Satz sagt, Derech Eretz Kadmala Torah bedeutet, dass ein Mensch zu sein, ist sehr, sehr wichtig. Ja, nicht nur als gläubiger Mensch zu sein und so weiter. Weil es ist wichtig, weil die Torah sagt immer, es ist wichtig nicht nur, was du weißt, die Frage, was machst du mit dem? Es gibt viele ausgebildete Menschen, viele Professoren, ja, die können viele Vorträge halten, vielleicht weißt du in die Uni, viele Vorträge über Philosophie oder was, aber du weißt, in ihrem eigenen privaten Leben, die leben
ganz anders, als was sie erklären. Weil das hat nichts zu tun, was er weist her, mit dem, was er macht in seinem Leben. Ja? Und wir als gläubige Menschen, wir wissen, die Tora sagt immer, es ist nicht wichtig, es reicht nicht nur, was du weißt hier, es ist wichtig, was kommt in dein Herz und wie lebst du. Ja? So, in Sprüche der Väter, es gibt einen sehr, sehr interessanten Satz und ich wollte über den sprechen, weil das ist sehr wichtig für unser Leben, ehrlich zu sagen, für unser Leben, also vor einem Mann mit seiner Frau, vor einem Vater, mit seinen Kindern oder zwischen auch Kindern mit Älteren. Ja, aber speziell mit Älteren, mit Kindern, aber es ist wichtig zu wissen, und auch no, mit Freunden auch, es ist auch wichtig, zu wissen, wie zu handeln und wie zu reagieren. So, Shammai war eine, es war eine Zeit im Zweiten Tempel, das waren zwei Menschen, die haben die jüdische Volk geführt. Und Shammai, es war eine Zeit, das waren zwei heilige Menschen, Shammai und Hillel. Ich glaube, manche von euch haben sie gehört, Shammai und Hillel, waren sehr bekannt. Man sagt immer, und ich werde über dem sprechen, man sagt immer, man nennt das Shammai, war ein strenger Mensch, ja, und ich erkläre ein paar Geschichten. Und Hillel war sehr Sympathie, aber das ist nicht genau, wie man denkt. So, Shammai sagt so, in Sprüche der Väter, in Kapitel 1, Kapitel 1, 15, also Shammai sagte so, leg dir vor dein Torah-Studium eine Zeit fest, weg, wie wir machen jetzt zum Beispiel, Entschuldigung, nochmal. Leg dir vor die Torah-Studium eine Zeit fest. Sag, okay, sag wenig und tue viel. Ja, es gibt viele, die viel sprechen, aber machen wenig. Ja, so Shammai sagt, sag wenig und tue viel und begrüße, und das ist der Punkt von heute, und begrüße jeden Menschen mit einem freundlichen Gesichtsausdruck. Sehr interessant. So ist eine, also mit einer sehr Gesichtsausdruck, weil es wichtig ist, weil Shammai sagt uns eine sehr wichtige Regel. Wenn ein Mensch kommt zu dir nach Hause zu essen, ja, du bist als Gastgeber, er ist dein Gast, ist nicht nur, dass er braucht Essen, dass er hat Hunger. Er möchte auch, er will das Gefühl haben, dass er ist herzlich willkommen hier. Jeder Gast, ja, weil wenn jemand kommt zu dir, und er verlangt von dir etwas. Und wenn du gibst ihm das Gefühl, es ist nicht nur Essen, er braucht von dir einen Rat. Ja, und du erklärst ihm, du bist ein Fachmann, du weißt. Aber du musst ihm auch das Gefühl geben, dass er ist vor dir wichtig. Und wie man sagt, du hast nur gewartet, dass er soll zu dir kommen. Und du kannst ihm jetzt diesen Rat geben. Ja? Und wie man sagt, du musst der Gast geben das Gefühl, dass er macht eine große Mitzwa, dass er kam überhaupt mit dir zu sprechen und von dir einen Rat zu verlangen. Das ist das Gefühl, was man sagt, zum Beispiel eine Geschichte. Es waren, also eine echte Geschichte, aber nicht, es war mehr als 100 Jahre. Es waren zwei jüdische Businessmen, die waren unterwegs und die haben geplant, am Schabbat nach Hause zu kommen. Natürlich, jeder gläubige Jude möchte am Schabbat zu Hause sein. Es war Winter, die haben nicht geschafft und sie mussten am Schabbat in eine andere Stadt bleiben. So, die haben bei jemandem auf die Tür geklopft und die hatten also schlechte Gefühl, weil sie haben in letzter Minute gekommen und wie gesagt, die waren selbst reiche Menschen, die waren nie bei jemandem auf die Tür geklopft, immer waren die Leute haben auf ihre Tür geklopft, ja. So, die hatten auch schlechte Gefühl, weil sie verlangen jetzt jemanden, die sollen bei diesem Mensch zu Hause, also am Schabbat bleiben, zwei Gäste ohne Anmeldung und natürlich hat nicht genug Essen vorbereitet. Und, aber der Jude sagte, sie, wissen Sie was, gerne kommen Sie, aber ich verlange von euch Geld. Verlange von euch Geld, sage ich mir so, 200 Euro für Schabbat. Okay. Natürlich, Sie müssen rechnen, so, wenn Sie kommen zu einem Hotel, letzte Minute, muss man teuer bezahlen. Die haben nicht verstanden, hallo, das ist doch eine Mitzwa, Gäste zu annehmen. Aber, na gut, das ist der einzige Mädel, haben sie gesagt, okay, wir bezahlen. Okay. So kam die Essen auf den Tisch, Freitagabend. Normalerweise, am Anfang haben sie gedacht, dass sie werden nur wenig essen, weil die Frau hat nicht genug vorbereitet. Die hat nicht gedacht, dass Gäste werden kommen, aber sie haben doch bezahlt. So, sie haben gegessen mit voller Liebe und alles. Sehr gut gegessen. Am Samstag, also, das Gefühl war wie ins Hotel.
Am Samstagabend, die wollen von ihm Abschied lassen, die wollen ihm die Geld bezahlen, hatte der Jude gesagt, nein, ich möchte diese Geld nichts nehmen, also ich möchte kein Geld von euch nehmen. So haben sie gefragt, warum hast du dieses Spiel geführt? Hat er gesagt, bei mir war klar, wenn ich werde von euch kein Geld verlangen, da werden sie keine echte Gefühl an diesem Schabbat haben. Sie werden immer noch ein bisschen essen, weil sie wissen, das sind Gäste von letzter Minute oder was. Ich wollte euch ein gutes Gefühl geben, davor habe ich von euch verlangt Geld. Und da haben sie, wie man sagt, gut gegessen. Und jetzt, das ist meine Mitzwa, wenn sie wollen Geld, dann können sie irgendwo anders dieses Geld als Spende geben. So, aber jetzt kommen wir zurück zum Shammai. Shammai sagt einen Satz, wenn ein Gast kommt zu dir, du sollst ihm deinen freundlichen Gesichtsausdruck annehmen. Im Prinzip, Shammai ist die Gegenteil von solchen Gesetzen. Weil Shammai war immer ein Beispiel von einem Mann, der, wie man sagt, sehr streng war mit Menschen. Sehr streng war mit Menschen. Und zu ihm passt dieser Satz überhaupt nicht. Ja? Und speziell, dass diese Buch, Sprüche der Väter, der bringt von jeder Rabbiner nur, jeder Rabbiner, der lebte vielleicht 60, 70 Jahre, die bringen von jeder Rabbiner nur zwei, drei Sätze. Die nehmen zwei, drei Sätze, die passen zu diesem Mensch von 60, 70 Jahren. Und die nehmen einen Satz von Shammai, der sagt, sollst du einen Mensch mit, wie man sagt, mit einem freundlichen Gesichtsausdruck annehmen. Das im Prinzip passt nicht zum Shammai, weil es bekannt, vielleicht manche von euch kennen die Geschichte, vielleicht kennen sie das auch. Es gibt die Talmud, bringt drei Geschichten mit drei Menschen, die wollten zum Judentum übertreten. Haben Sie gehört die Geschichte von Shammai? Okay, und eine kam so. Der kam zu Shammai, war großer Rabbiner, und der sagte, ich möchte übertreten, aber ich möchte nur in die schriftliche Tora glauben. Die mündliche Tora will ich ablehnen, aber ich möchte konvertieren. So Shammai, wenn Shammai hört solche Sachen, und dann hat er so einen Stock genommen und er hat ihn einfach rausgeschmissen. Was kommst du zu mir? So. Dann hat er zu Hillel hingegangen, weil er hat schon gehört, es gibt einen anderen Rabbiner, der ist vielleicht mehr liberal. Aber es stimmt, er war nicht mehr liberal, ich erkläre. So, und Hillel sagt, okay, kein Problem. Sitzen Sie da und wir fangen an, Tora zu lernen. Erst ist wichtig, Hebräisch zu lernen, wie zu lesen. So haben sie angefangen, A, B, C, D. Also Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Die lernen A, B, C, D. Kommt und sagt, okay, kommst du morgen? Kam der Tag danach. Und die haben angefangen wieder Hebräisch zu lernen und so hat er angefangen von der anderen Seite, also D, C, B, A. Also so der Kandidat, der wollte der zu konvertieren und sagte, hallo, gestern war doch A, B, C, so warum heute anders? Dalet, Gimel, Bet, Aleph. Sagte ihm, wieso weißt du, dass dieses System ist falsch und was ich habe dir gestern erklärt ist richtig? Vielleicht heute ist es richtig und gestern ist falsch. Nur du verlasst auf mir. Dann bitte verlassen Sie auf mir, dass die mündliche Tora, was wir geben, ist auch von Gott gekommen. Nur die mündliche Tora hat man nicht geschrieben. Aber das ist dieselbe Tora. Es gibt einfach noch eine kleine Änderung. Also es gibt etwas anderes, aber das ist nicht im Moment zu erklären, was die Unterschiede. Aber du kannst auf mir verlassen. Das ist die erste Geschichte. Und so hat er geblieben, er hat seine Worte angenommen und er hat konvertiert. Da kam noch eine Geschichte, die Talmud erzählt, dass er kam zu Shammai, einem Nichtjude, der wollte zu ihm konvertieren, und sagte, Shammai, alles in der ersten Geschichte, das ist die Talmud erzählt, und ich möchte konvertieren, aber in eine kurze Zeit, bedeutet, ich stehe auf einen Fuß, und in dieser Zeit wirst du mir erklären, die ganze Tora, und, so bei Shammai, das war doch ein Witz, was machst du mit mir, ein Witz, so, man kann nicht konvertieren, also was schaffe ich dir zu erklären in einer kurzen Zeit, was du kannst schaffen, auf einen Fuß zu stehen, ja? Dann hat er auch mit einem Stock ihm rausgeschmissen. Da kam er zu Hillel und Hillel sagte ihm, ja, es gibt einen Satz. Und ich glaube, es ist ein sehr bekannter Satz, ich weiß nicht, ich nenne das richtig auf Deutsch. Was du magst nicht, soll man dir machen, machen sie auch nicht andere.
Hast du gehört, was sie? Das ist ein sehr berühmter Satz. Vielleicht nennt man das anders. Was du magst nicht, soll man dir nicht machen, machen sie bitte nicht andere. Und die ganze Tora ist der Kommentar von diesem Satz. Schon? Dann dieser Mensch ist geblieben und er hat konvertiert. Warum ist dieser Satz auch die ganze Tora? Also du kannst mir sagen, das ist doch witzig, was bedeutet, das ist nicht die ganze Tora. Wie kann Hillel sagen, dieser Mensch, dass die ganze Tora ist, was du magst nicht, soll man dir selbst machen, sollst du nicht andere machen. Und die ganze Tora ist der Kommentar, wie stimmt das? Nur die Grund ist, weil wenn du die erste Rabbi von Chabad erklärt in Tanja, dass wieso kann ich wissen, dass du folgst alle Gesetze von der Tora nur weil du liebst Gott? Das kann sein nur, wenn du liebst alle anderen Menschen. Wenn du liebst nicht andere Menschen, dann bedeutet, du bist ein Egoist. Und wenn du bist ein Egoist, dann vielleicht folgst du alle Gesetze von Tora, weil das passt zu dir. Du bist in eine jüdische Umgebung aufgewachsen, dann bleibst du mit den Gesetzen. Ja? Wenn du kannst alle anderen Menschen lieben, dann bedeutet, aber echte Liebe, dann bedeutet, dass du hast keine Ego. Und dann bedeutet, dass du machst die Mitzvot von der Tora, nicht wegen deinem Ego, nur weil Gott hat so verlangt von dir. Verstehst du das? Es gibt so eine Chassida, der erzählt, dass er hat von zwei betrunkenen Leute in Russland gelernt, was bedeutet echte Liebe. Er sah, wie zwei betrunkene Menschen sitzen bei einer Kneipe und eine, ich weiß nicht, wie sagt man es auf Russisch, eine sagt der andere, ich liebe dir. Zwei betrunkene Menschen. So, der andere sagt mir, du liebst mir nicht. Sagt, nein, ich liebe dir, was? Wenn du liebst mir, was fällt mir? Kannst du mir sagen, was fällt mir? Natürlich, der wusste nicht, was fällt ihm. Sagte, wenn du weißt nicht, was fällt mir, dann ist Beweis, dass du liebst nicht mir. Mit ganzem Herz. Weil jeder Mann und Frau weiß, dass jeder Mann und Frau weiß, dass wenn die Liebe echt aneinander, wissen, was fällt. Ja? Und das ist genau, was wir, Hillel sagte, wenn du liebst andere, was Hillel wollte sagen, wenn du liebst andere Menschen, aber mit einer echten Liebe, dass du weißt, was fällt sie, bedeutet, dass du hast kein Ego. Und dann bin ich sicher, dass du folgst Gottes Gesetze, weil er ist dein Gott und nicht, weil die Umgebung sagt dir etwas oder weil du willst etwas verdienen. Okay? Okay, verstehen Sie, ja? Wenn Sie nicht verstehen, dann bitte sagen. Ich sage immer, wenn ich bekomme keine Frage, das bedeutet, dass niemand hat verstanden. Oder? We understand. Okay. So, das ist also zwei Geschichten, ja? Da kam, und so, er hat am Ende konvertiert zum Torah. Dann kam ein dritter Mann, also ich verstehe, das war nicht derselbe Tag, es waren drei Geschichten. Ein anderer Mensch kam zu Shammai und er sagte Shammai, dass er möchte auch konvertieren. Aber er möchte konvertieren und eine große Priester sein. Im Tempel. Na schön, er hat gehört, das ist ein schöner Titel und eine schöne Stufe. Der Shammai hat das gehört, hat gesagt, hallo, was machst du, einen Witz? Gehen Sie weg. Der kam zu Hillel und Hillel sagte ihm, du weißt was, vielleicht fängst du an, Tora zu lernen. Und dann hat er angefangen, Tora zu lernen. Und dann hat er bemerkt, dass der große Priester hat eine Möglichkeit auch sterben durch seine Arbeit. Und dann hat er bemerkt, wie heilig ist diese Arbeit. Und hat verstanden, dass seine Meinung, eine große Priester zu werden, das war Quatsch. Ja? Und so, und er hat konvertiert und so. So, man sagt, so, die Talmud sagt, dass die drei Menschen kamen einmal in einen Saal. Und die Rabbiner haben gesagt, das, was Shammai war streng mit die drei, das hat sie vielleicht fast weggenommen von der jüdischen Volk. Und die Bescheidenheit von Hillel, was er hat versucht mit sie etwas zu lernen, er hat sie zum jüdischen Glauben gebracht. So im Prinzip, wie können die Rabbiner sagen in Sprüche der Väter, Kapitel 1, 15, dass Shammai, der Satz von seinem Leben ist, jeder Mensch freundlich, mit einem freundlichen Gesicht,
also zu annehmen. Ja, der Punkt ist, ja, ist ja interessant, dass Shammai war nicht nur, er war ein strenger Mensch und auch ein Mensch, wie sagt man, von Wahrheit. Er hat immer gesagt, man muss die Wahrheit sagen. Zum Beispiel, der Talmud bringt, dass wenn ein Mann heiratet mit einer Frau, ja, und es gibt so einen Satz, dass man sagt, es gibt so ein Lied, dass man sagt, dass die Frau ist eine hübsche und kluge Frau. Aber wenn das stimmt nicht, die Braut ist nicht hübsch oder nicht klug, ja, darf man lügen und sagen dem Bräutigam, dass deine Frau ist hübsch und klug? Wir stehen jetzt schon in Hochzeit. Nicht, dass der Mann kommt zu mir und fragt mir, ob soll ich eine Beziehung mit dieser Dame haben. Wir stehen jetzt am Hochzeittag. Man singt neben dieser Dame, ja. Man singt, das ist eine kluge und eine hübsche. So. Und die Rabbiner haben diskutiert, wenn der Chatan, wenn der Bräutigam verlangt von seinen Freunden eine Meinung über seine Braut, was sollen sie sagen? So, Shammai sagte, Entschuldigung, man darf nicht lügen. Wenn sie ist hübsch oder klug, dann soll man sagen. Aber wenn sie ist nicht hübsch oder nicht klug, dann kannst du nicht lügen. Und Hillel sagen, na, du kannst sollst du sagen, das ist eine hübsche Frau und eine kluge Frau. Weil bei ihm, bei dem Bräutigam, sie ist die hübsche Frau und die klügste Frau. Warum hat er mit sie geheiratet? Ja, bei ihm, dann ist es keine Lüge. Ja? Die haben versucht immer, also Hillel sagt, also natürlich, wenn du rechnest, diese Frau gegen alle anderen kluge Frauen, sie ist vielleicht eine dumme Frau. Ja? Es gibt auch dumme Frauen, genau wie es gibt dumme Menschen. Ja? Aber für diesen Mann ist diese Frau die Klügste. Dann ist es keine Lüge. Dann sagst du so. Ja? Und wie gesagt, so, noch was. Der Punkt ist, dass Shammai, haben Sie eine Uhr oder was? Kannst du mir eine Uhr geben, damit ich wissen, wann, wie kann ich rechnen? Aber ich kann Ihnen ein Zeichen geben. Dann ist es kurz 10 vor, okay, gibt es mir ein Zeichen, ja? So, trotzdem, wenn normalerweise, wenn man bringt die Texte von Shammai und Hillel, von diesen zwei Leuten, bringt man erst die Meinung von Shammai. Es gibt viele verschiedene Meinungen auf jede Sache. Es gibt Shammai sagt so, Hillel sagt so. Was immer so in die Mishnah, wenn kommen diese zwei Meinungen, Shammai kommt als Erste und Hillel kommt als Zweite, als Bescheid. Weil er war ein bescheidener Mensch. So. Shammai kann, man kann seine Wörter als Erste schreiben. Hier bringt man die Wörter von Hillel erst, nur danach Shammai. In Vers 14, 14 und, Entschuldigung, also in Kapitel, wir sind in Kapitel 1, 12, 13 und 14 sind Wörter von Hillel. In 15 kommen die Texte von Shammai. Warum jetzt Hillel kommt als Erste und Shammai kommt als Zweite? Weil Shammai hat bemerkt, welche Produkte, welche Früchte kamen von den Meinungen, von den Leben von Hillel. Das streng zu sein ist falsch, wie man sagt. Und dann hat er verstanden, dass es die Meinung von Hillel immer zu suchen, was kann ich rausnehmen, die positiv zu suchen in jeder Sache, nicht sofort ablehnen, nicht immer streng zu sein. Ja? Du kannst immer sofort, wie man sagt, Kritik führen. Das war immer Shammai, aber dann Shammai bemerkt, einen Moment, Hillel hat recht. Schauen Sie, von dem, was Hillel war, freundlich mit Menschen, vielleicht am Anfang, also, die waren falsch. Shammai war richtig, dass er hat mit sie gekämpft, weil die waren nicht, Menschen, die wüssten nicht. Die waren so wie vielleicht die Liberalen, die sagen, wir glauben nur in die schriftliche Tora, ich möchte nur das machen und nicht alle anderen mit so. So, Shammai war im Prinzip, seine Meinung war logisch, die rauszuschmeißen. Wenn sie möchten konvertieren, da konvertieren Leute, was die Tora erwartet. Nicht, du kommst nicht mit deiner Meinung, nein, ich möchte nur das
und nicht das. Ja, das geht nicht. Ja? Aber Hillel hat verstanden, dass Hillel hat auch verstanden, was Shammai sagt, was Shammai hat gedacht. Aber Hillel hat verstanden, dass wenn er würde die Menschen näher zum Gott bringen, die werden langsam ihre Meinung ändern und die werden verstehen, dass die erste Meinung, dass nur eine Sache zu erfüllen, ist falsch. Ja? Weil er hat verstanden, weil normalerweise wir denken, dass Wörter beschreiben wenn wir möchten erzählen über eine Situation, ja, so also wir haben eine Situation gesehen, da man sagt so, dass Wörter beschreiben die Realität. Aber die Wahrheit ist, also Wörter erzählen, was hat passiert. Die Wahrheit ist, dass Wörter schaffen Sachen. Du kannst eine neue Sache schaffen. Wenn du gibst der andere die Gefühl, dass du glaubst, dass er kann, er wird gut sein. Ich habe so eine sehr interessante Geschichte gelesen, vor ein paar Tagen habe ich das gehört, ich habe nicht geglaubt, aber es ist eine echte Geschichte. Ich weiß, manche von euch haben das gehört, dass Israel hat eine, wie man sagt, eine nicht gute Beziehung. Die haben viele gemeinsame Interessen mit Russland heute im Moment. Und Putin, ja, Putin ist viel in Syrien und Israel. Die haben viele gemeinsame Interessen. Es gibt, wie man sagt, es gibt keine Liebe in solchen Sachen, Interessen. Und vor ein paar Wochen hat Premierminister Netanyahu hat doch die, haben Sie gehört, er hat die Leiche von Baumel, von der Soldaten. Okay, ganz kurz, war in der ersten Lebanon-Krieg, später mehr als 35 Jahre, es war eine berühmte Geschichte, heißt Sultan Jakubs Geschichte, und hat man ein paar Soldaten getötet, aber hat man sie auch begrabt in syrische, in eine Flüchtlingslager in Syrien. Man konnte auch nicht die Leiche nach Israel bringen. Und immer es war die Hoffnung, dass man die Leiche zurückbringen können. Ist auch viel Zeit damit. Hat man gedacht, vielleicht die leben noch, aber dann hat man verstanden, dass die haben gestorben, aber die Leiche waren dorthin. Und vor ein paar Wochen, kurz vor dem Wahl in Israel, hat Netanyahu, also die russische Regierung hat informiert, dass sie haben die Leiche von einem von den Soldaten, heißt Zecharia Baumel, gefunden und die haben das nach Israel geschickt und hat man ihn beerdigt. Man kann es in Google, schauen Sie das. Und dann die Schwester von der Soldat, sie war schon eine alte Dame, die hat in die Beerdigung, sie hat eine Rede gehalten und die hat gesagt, dass sie bedankt Premierminister Netanyahu. Mit dem, was er hat getan. Und dann, bei den 7 Trauertage, hat man sie gefragt, was hast du gemeint? Danke, Netanyahu. Es gibt doch Interessen, Russland gibt Israel. Ja, viele haben gedacht, das hat mir die Interessen. So, sie hat erzählt, dass ein paar Tage vorher jemand von dem Büro von Premierminister Netanyahu hat sie eingeladen zu seinem Büro, der wollte sie informieren, dass sie haben die Leiche gefunden, dass sie bekommen die Leiche. Und sie hat Netanyahu gesagt, dass viele Jahre bei ihrer Familie, die hatten, wie sagt man, große Schmerzen, große Probleme mit der israelischen Regierung, speziell, also Netanyahu ist jetzt schon mehr als 10 Jahre, weil die haben immer gedacht, warum macht die Regierung nichts über den? Ja, man kann doch die Leiche zurückbringen. Und immer war bei sich falsche Gedanken, jetzt schauen wir, Russland ist jetzt in Syrien und natürlich, wir haben viele gemeinsame Interessen. Warum Netanyahu nutzt nicht im Moment diese Situation und bitten die Russen, die sollen die Leiche von Baumel finden oder von den anderen Soldaten, ja? Das war bei sich immer ein schlechtes Gefühl. Aber ein paar Wochen früher, sie hat erzählt Netanyahu, erste Geschichte, ich habe das gehört, sie hat erzählt, dass bei ihrer Familie kamen zu einem Gedanken, einen Moment, es ist richtig, das ist unser Bruder, der ist verschwunden, aber Land Israel hat mehr wichtige Interessen. Und natürlich, wenn Netanyahu muss etwas verlangen von den Russen, es gibt mehr wichtige Dinge zu verlangen von den Russen,
als die Leiche von unserem Bruder. Ist richtig, auch logisch. Ja, I mean. So, sie haben verstanden, dass sie, wie man sagt, die verzeihen die israelische Regierung über dem, dass sie drucken nicht die Russen oder was. Und Netanyahu war sehr begeistert in diesem Moment. Er hat sich gesagt, so, ich erzähle euch. Wir haben etwas sehr wichtig für die Russen getan. Ich weiß nicht genau was, aber ich verstehe, das war eine, vielleicht ein großer Terroranschlag gegen die russischen Kräfte in Syrien verhindert. Sie haben eine große, gute Sache, also gute Informationen den Russen gegeben. Und wie normal ist das? Die Russen haben erwartet, dass die israelische Regierung wird auch etwas verlangen. So, die saßen, Netanyahu mit seinen Leuten, saßen über eine Liste, schreiben, was können wir von den Russen verlangen. Die waren 50 Sachen, klein, 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 20, 10, und die haben das auf 5 Sachen zusammengebracht, und der hat nach Moskau gefahren. Die saßen zusammen mit Putin, nochmal, echte Geschichte, ist keine Witz. Und Putin sagte Netanyahu, was kann ich euch geben? Sie haben das. Und dann Netanyahu sagte, er sagte die Familie Baumel, ich weiß nicht von wo kam dieser Satz in meinen Kopf, aber ich sagte Putin, wir wollen die Leiche von unseren Soldaten, die sind dorthin begrabt. Putin schaut auf mir, sagte er so, warum bittest du solche Sachen? Also, seine Soldat vor 35 Jahren, welche Regierung sucht solche Leichen nach 35 Jahren? Sondern er sagte, nein, wir sind Juden, bei uns eine Leiche von einem Soldat ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und es ist eine große Ehre, wenn wir können diese Leiche zurückbringen, also zu einem jüdischen Friedhof in Israel. So Putin sagte, weißt du was, Netanyahu? Auf mir, bekommst du das. Und wenn Putin sagt, das ist auf mir, er wird das schaffen. Und natürlich am Ende, die haben, das war nicht einfach, auch die Leiche zu finden, aber die haben es gefunden. Aber dann Putin sagte ihm, aber das ist, wie man sagt, außerdem, jetzt, was willst du von mir als, wie gesagt, weil wir, die israelische Regierung hat uns geholfen mit Informationen, wie kann ich euch, so bedeuten. So, sie haben verstanden, was hat da passiert. Ohne, dass Netanyahu wusste, dass die Familie hat angefangen, gut über ihn zu denken, aber durch dem, was die Familie hat angefangen, gut zu denken über Netanyahu, das hat geschafft bei ihm, dass wenn er saß in Putin, ohne zu wissen, diese Energie hat geschafft bei ihm, dass soll er, wenn er sitzt bei Putin, soll er verlangen von Putin, diese Leiche zurückzubringen. Weil wenn du sprichst, deine Wörter schaffen auch Sachen. Ja, und jetzt so, es gibt zwei Sorten von Menschen. Es gibt strenge Menschen. Also nicht, dass zum Beispiel Shammai war nicht ein schrecklicher Mann oder Hillel war kein liberalischer Mann. Manche nennen das Shammai war ein schrecklicher Mann und Hillel war ein liberalischer Mann. Nein, Shammai war ein strenger Mensch. Strenge Menschen, also es gibt zwei Sorten von Menschen im Allgemeinen. Es gibt noch kleine noch Unterschiede, aber es gibt Menschen, die sind sehr freundlich. Wohin sie kommen, die versuchen immer Verbindung zu finden mit anderen Menschen. Die suchen immer, was haben wir zusammen zu sprechen. Ja, die kommen drin. Und es gibt Menschen, die sind sehr streng. Mit sich selbst sind sie streng. Und wenn sie kommen, die schauen immer die Unterschiede zwischen ihm und ihm. Und man sagt immer, dass wie viele ausgebildete Menschen, große Professoren, die sind sehr, sehr streng. Nicht so freundlich, weil die schauen immer die Unterschiede und das Druck sehen, noch besser zu sein. Weil man sagt so, dass immer der strenge Mensch versucht noch, sagt, oh Moment, er ist so, ich bin das, so ein Moment, und was bin ich vor ihm? Also die versuchen immer... Das ist auch Arroganz. Das ist auch Arroganz, weil man fängt an zu denken, ich bin so toll. Okay, okay. Aber das ist bei okay, du hast recht, Arroganz bei westlicher Welt, aber bei einer gläubischen Welt, okay. Wenn du bist streng, also in westlicher Welt wirst du Arroganz und bei einer gläubischen Welt, du wirst so streng und da wirst du versuchen, mehr also gläubisch, also mehr denken, wie, was ist meine Beziehung mit Gott, ob ich bin überhaupt, weil ich weiß jetzt den Unterschied zwischen mir und ihm, da, wie bin ich mit dem Gott.
Und der freundliche Mann, der versucht immer die Verbindung zu wischen und er sucht immer auch bei Menschen, die sind weniger als ihm, er versucht immer zu finden die Sachen, was sie sind näher zu ihm. So ist das immer. So, wenn Shammai, wenn die drei Leute, ja, wenn die drei Leute kamen zu Shammai, die wollten zu konvertieren, Shammai sahen Leute, liberalische Leute, die wollen einfach nur einen Teil von Tora nehmen. Und die wollen nicht die ganze Tora. So, weil er streng war in seinem Charakter, hat er gesagt, okay, gehen Sie weg von mir. Was? Aber Hillel sah das Potenzial bei der Mensch. Er sah bei diesem Mensch, einen Moment, ja, natürlich, wenn der Mensch kam zu Hillel, er möchte konvertieren, nur in die schriftliche Tora zu glauben. Aber da Hillel sagt, einen Moment, aber das, was er sagt mir, das ist nur, was er sagt. Aber das Potenzial, was bei ihm versteckt, ist noch mehr groß. Ich muss nur das rausnehmen. Ja? Und das ist, und im Prinzip, Shammai hat verstanden zum Schluss, dass Hillel hat recht. Dass Wörter, was wir sagen, können auch, wie man sagt, Sachen ändern. Genau die Texte, was du sprichst zu jemand anders, das ist, was er wird auch machen. Wenn du sprichst mit jemandem, zum Beispiel, wenn dein Kind kommt nach Hause mit schlechten Noten und du schimpfst ihn, ja, ich wusste, dass du wirst schlechte Noten haben, du bist ein verrückte Kind, ein dumme Kind, ja, genau, du bist ähnlich wie dein Vater, ja, also, ja, oder umgekehrt, der Vater sagt, du bist genau wie deine Mutter, oder ich weiß nicht was, ja, da sagt der Kind, weißt du was, der Papa sagt, dass ich bin ein dumme Kind, da weißt du was, vielleicht bleibe ich so, ja, aber wenn du kommst mit schlechten Noten und dein Papa sagt, du kommst mit schlechten Noten, nun, nicht mit guten Noten, der Papa sagt, ja, aber das war, aber ich kenne dir, du hast doch die Genen von mir, ja, und wir sind doch eine sehr kluge Familie, natürlich, du kannst das doch schaffen. Und du wirst doch natürlich schaffen, die nächste Teil von Jahr. Was war, das war okay, das war eine Fälle, aber ist egal, du bist nicht wie deine Mutter, du bist doch wie mir, ja, ich mache Witz, ja, ist egal. Aber so ist die Frage ist, wie sprichst du mit ihm, ja? Oder genau, so, ehrlich zu sagen, ist genau, wenn wir Männer oder Frauen, wir machen Fehler, und Frauen machen auch Fehler. Und wenn der Mann macht einen Fehler, die Frau kann ihm schimpfen, sagen, ja, du bist ja dumm und das, ja, das ist ein Fehler, was er auch will. Warum habe ich mit dir geheiratet? Der andere konnte doch reparieren und du weißt nicht, ja? Aber wenn die Frau sagt, der Mann, ich kenne dir, du hast diesmal, das war ein Fehler, aber du bist im Prinzip nicht so schuld. Der Mann weiß, dass er ist schuld, ja, dass er hat falsch gemacht, aber die Frau sagt ihm, du bist nicht schuld, ich weiß, ich habe mit dir geheiratet, weil du bist ein Mann, ein starker Mann, du kannst das machen, auch umgekehrt, ein Mann mit der Frau, ja. Und Wörter schaffen, ja. Und das ist im Prinzip, was Hillel hat am Ende von seinem Leben hat verstanden, dass Hillel hat recht. Und Wörter können Sachen schaffen. Nicht nur Wörter sind nicht nur die erzählen, was hat passiert. Sehen Sie, ja? Es gibt eine nehmen Sie bei Shammai und Hillel, ja, nehmen Sie diesen Menschen, der wollte konvertieren, ja, der kam zu Shammai und der wollte konvertieren und stehen auf einen Fuß, ja, so normalerweise, wenn ein solcher Mensch wäre zu mir kommen, ich kann verstehen Shammai, das ist ein Mensch, der macht Witz, ja, was gibt mit ihm zu sprechen? Ja? Was sollst du mit ihm diskutieren? Gehen Sie weg. Hillel sagte einen Moment, also so, du kannst ihm schimpfen. Was wirst du verdienen von dem? Du schimpfst ihm und er bleibt so. Wenn du wirst so wie Hillel sein und sag ihm, okay, das ist der Satz, so, da wirst du langsam ihn hochbringen. Auch wenn er früher war ganz, ganz unten. Ja? Also, Es gibt eine Märchen, ich weiß nicht, ob das stimmt, ob das war mit ihm, ja oder nein, aber so erzählt man. Mit Thomas Edison, der was hat diese Birne, elektrische Birne. Ich weiß nicht, ob das war mit ihm, aber so erzählt man. Dass, wenn seine Mutter ist gestorben, wollte Ordnung machen bei den Regalen, so zu Hause bei seiner Mutter, hat er einen Brief gefunden. Dieser Brief war bei seiner Mutter schon mehr als 60 Jahre und wenn er hat das gelesen, er hat angefangen zu weinen.
was war? Wenn er war kleines Kind, seine Mutter hat einen Brief für die Schulleiter bekommen. Der Junge konnte nicht lesen. So hat er den Brief zum seiner Mutter gegeben und er wollte, soll seine Mutter ihm lesen, was der Schulleiter hat geschrieben. Seine Mutter liest. Sie nimmt den Brief und liest so. Frau Edison, das ist meine Mutter. Ich möchte euch erzählen, dass euer Sohn ist der beste Schüler von unserer Schule. Und weil er ist so klug, dein Lehrer hat einmal so solche Sachen geschrieben über dir? Nein. Also, wenn dein, weil dein, und wenn, weil dein Sohn ist so klug, unsere Schule passt nicht zu ihm. Suchen Sie für ihn etwas besser. Ein Ort, wo er kann sein Potenzial rausbringen. Unsere Schule ist für normale Kinder. Schickst du bitte dieses Kind morgen nie mehr zu unserer Schule. Das schadet auch der Zeit. Thomas, also dieser Junge, also erzählt mir, Thomas Edison ist, er ist ein paar Monate zu Hause geblieben, bis seine Mutter hat ihm eine andere Schule gefunden. Aber er hat diesen Brief gehalten und jetzt konnte er nach 60 Jahren doch lesen. Er war schon berühmt. Die Schulleiter hat etwas ganz anderes geschrieben. Er schreibt so, Frau Edison, dein Sohn Thomas ist das schlimmste Kind in der Schule, was wir hatten. Er kann nie eine Sekunde auf dem Stuhl sitzen. Er macht verrückt die Lehrer aus, die Kinder aus. Also, wir wollen ihn nicht mehr halten in die Schule. Soll er morgen überhaupt nicht mehr zu uns kommen? So, Thomas Edison sagte, er war schon ein weises Kind. Hätte meine Mutter die Wahrheit mir erzählt, wo konnte ich heute sein? Und weil sie hat mir, das war vielleicht nicht die Wahrheit, aber sie hat mir so andere Wörter gesagt. Und dann habe ich versucht, wie man sagt, meine Mutter zu zeigen, dass das, was der Schulleiter hat geschrieben, das stimmt, wie man sagt. Mhm. Ja? Und dann ist so, wie man sagt, groß geworden. Ja? Und das ist, wie man sagt, was wir müssen, ehrlich zu sagen, mit unseren Kindern, mit unseren, immer versuchen, gute, also es gibt immer zwei Meinungen, streng zu sein, ja, mit den Kindern oder mit Freunden. Zum Beispiel ein Freund hat dir verletzt, ja, er hat was falsch gemacht, ja, und vielleicht er hat verletzt deine Vertrauen, ja. Jetzt, was willst du jetzt? Ihm schimpfen? Okay, was wirst du verdienen? Nix. Du kannst ihm sagen, okay, ich verstehe, du hast dieses Mal mein Vertrauen verliert, du hast verletzt, weil du hast vielleicht die Situation nicht richtig verstanden. Der Freund weiß, dass er hat doch die Situation, er hat verletzt die Vertrauen. Er weiß die Wahrheit, der andere. Aber durch dem, was du gibst ihm das Gefühl, dass du gibst ihm eine Chance, ja, dann er wird versuchen, das zu, wie sagt man, dir zu zeigen, dass du hast recht mit deinem Vertrauen weiter mit ihm. Genauso mit unseren Kindern und so weiter. Es ist interessant. Wie spät? Noch 13 Minuten. Ah, jetzt ist wie viel? 43? Es ist fast 10 vor 20. Ah, 10 vor 20. Es gibt, okay. Mhm. Es ist interessant, ich weiß nicht, ob Sie die haben das gesehen, in Tora. Die Tora bringt fast kein Kompliment über Menschen. Die Tora erzählt über Abraham, Yitzhak, Jakob. Die Tora schreibt nur Diskussion, was war zwischen Gott mit Abraham. Aber kein Kompliment. Es gibt nur einen Mensch, der bekommt Komplimenten. Das ist bei Noach. Mhm. Noach bei der Arche. Die Tora sagt, Ich Zadik, Tamim, ja, das war ein Zadik, ein ehrlicher Mann. Ehrlich zu sagen, er war nicht so ein heiliger Mensch, der Noach. Ja? Die Tora sagt, dass er war Zadik, sagt die Talmud, er war Zadik zum Vergleich zu seiner Generation. Weil hätte er gelebt in der Zeit von Abraham, hätte niemand über ihn geschaut. Ja? Aber trotzdem sagt die Tora, eine Zadik, alle fragen, warum schreibt die Tora solche Sachen? Was möchte die Tora dafür dienen? Nur was, die Tora wollte Noach stark machen. Kannst du vorstellen, wenn du lebst in der Zeit, in der Generation von Noach, alle rund dir sind schlechte Menschen, alle sind Mörder, alle, die machen Diebstahls.
Gott kommt zu dir und du bist der gute Mensch, okay? Und Gott kommt zu dir und sagt, okay, ich möchte, sollst du eine Arche bauen. Und diese Arche, dieses Bauprojekt hat 120 Jahre gedauert. Natürlich, alle haben die Gelegenheit benutzt, ihm zu schimpfen, zu lächeln, ja? So, wenn Gott kommt, wenn Gott wird kommen zu Noach und ihm verlangen, eine Arche zu bauen, normalerweise Noach wird ihm sagen, liebe Gott, ich schaffe das nicht. Ich werde keine Baugenehmigung bekommen, die Grünen werden das ablehnen und das wird nicht funktionieren. Gott wollte Noach verstärken, soll er viel Kraft haben. Also Gott sagt ihm, du bist eine Zadik, du bist ein heiliger Mensch. Natürlich zu Vergleich zu Abraham und zu seiner Generation, er ist null. Ja? Aber Gott möchte, wie man sagt, ihm verstärken, das nur durch gute Wörter. Ja? Es ist genauso auch mit dem Ende von Tora. Am Ende vom 5. Buch Moses, die Tora erzählt über den Tod von Moshe. Die Tora erzählt, dass Bnei Israel, Söhne Israel haben geweint über den Tod von Moshe. Sagt die Talmud, ja, nur die Männer. Aber bei Aaron, bei dem Tod von Aaron, haben alle geweint. Ganz Volk Israel haben geweint über seinen Tod. So bei Moshe nicht alle. Bei Aaron alle. Warum? Also im Prinzip, normalerweise sagt man, dass bei einer Beerdigung erzählt man nur tolle Sachen über den gestorbenen Mensch. Jetzt erzählt die Tora, dass er ist gestorben und nur ein Teil von den Juden haben geweint über ihn. Das ist keine tolle Sache. Solche Sachen soll man nicht erzählen. Und im Prinzip, also, und warum war das so? Warum alle haben geweint über Aaron und über Moshe nur ein Teil? Weil Aaron war ein Mensch von Shalom, von Frieden. Er hat immer Frieden gebracht zwischen Menschen. Wenn er sah, dass ein Mann und eine Frau haben einen Streit, er kam zu der Frau und er sagte, du weißt was, dein Mann möchte mit dir auch Frieden machen. Aber er hat verstanden, dass er hat einen Fehler gemacht, aber sein Stolz ist. Er bittet, sollst du ihm verzeihen. No? Die Frau sagt, mein Mann möchte, soll ich ihm verzeihen. Okay, da kommt also der Mann, sagt, du weißt, deine Frau hat verstanden, dass sie hat einen Fehler gemacht. Ja? Und sie möchte, so soll sie verzeihen, aber weißt du, der Mann sagt, ja, meine Frau hat schon verstanden, weißt du, viele Männer, bei vielen Männern ist das so, wenn du sagst, dass die Frau hat verstanden, dass sie hat einen Fehler gemacht, ist alles erledigt, ja? So, Aaron hat, das war kein Lügen, das war, die Tora sagt, dass vor Shalom, vor Frieden darf man, wie man sagt, ein bisschen ändern. Weil im Prinzip, der Mann und die Frau lieben einander. Ja, ja. Ja, aber es gibt eine Menschenart, es gibt es selten, aber das kommt vor. Es gibt eine Menschenart, die diese Freundlichkeit, dieses Entgegenkommen als Schwäche empfindet. Okay. Ja. Und dann als Schwäche empfinden und versuchen, diese Freundlichkeit, diese Offenheit zu nutzen. Okay, das ist, nein, also solche Sachen dann, okay, sollst du einen Abstand, es gibt... Aber zuerst Chance geben. Zuerst eine Chance geben, natürlich, es gibt solche, bei jeder Klasse, und nicht bei jeder Klasse, es gibt immer solche Leute, die nutzen Schwäche von anderen, also nicht Schwäche, genau wie du hast gesagt, Freundlichkeit von anderen Menschen. Und die nutzen das nur für ihr eigenes Ego. Okay, ja, es gibt, aber wir sprechen im Allgemeinen. Im Allgemeinen, also 90% von den Menschen, also 95% von den Menschen sind gut. Es gibt Arroganten, die sind krank, wie man sagt, die brauchen einen Psychiater. Ja, es gibt Arroganten. Aber meisten von den Menschen sind gut. Und wenn du sprichst positiv, auch wenn im Moment er ist nicht so gut, er wird versuchen, dir zu zeigen, dass du hast recht und er ist doch gut. Ja? So, verstehen Sie, so immer, so, davor, okay, so einen Moment, kommen wir zurück zum Prophet Moshe und Aaron. Im Prinzip, so Moshe konnte nicht dieses Spiel, er war ein Mensch von, er war streng, er war ein Mensch von Wahrheit. Er konnte nicht machen, so wie seinem Bruder Moshe, Frieden zu bringen zwischen Mann und Frau und sie erzählen so und sie erzählen so. Es war nicht sein Charakter, Aber es ist richtig, so war der Charakter von Moshe. Und er konnte nicht so wie Aaron, aber am Ende von seinem Leben hat Moshe verstanden, dass der Charakter von Aaron ist mehr richtig.
und er wollte, wie man sagt, im Prinzip soll man in Ende von Torah das bemerken, dass er versteht, das war Gegenteil von seinem Charakter, er konnte das in diesen Charakter nicht reinkommen, das war zu schwer für ihn, aber er versteht und er denkt, dass der Charakter von Aaron ist mehr richtig. Weil wenn du sprichst über Shalom, dann bringst du die Menschen mehr näher einander. Ja? Und es ist immer wichtig, weißt du, manchmal wir haben Streit, ich weiß nicht, ich kenne nicht alle von euch, manche haben Streit mit ihren Kindern. Ja? Es war zum Beispiel, es war eine erste Geschichte, eine Frau hat Rabbiner Schnellson einen Brief geschrieben, dass ihre Tochter hat, sie macht so schlimme Sachen und sie, nicht nur, dass sie macht schlimme Sachen, sie hat einen Freund, einen kriminellischen Freund und er nimmt sie in falsche Ort und sie wollte die Beziehung mit ihrer Tochter also schließen. Und sie hat einen Brief, sie war kein Chabad, aber sie hat einen Brief zum Rabbi geschrieben. Ich vermute, dass sie war, bei sie war klar, dass der Rabbi würde sagen, ja, du hast recht, mit dem Kind streng zu sein und das. Und also nicht mehr so. Aber der Rabbi hat sie gesagt, nein. Du sollst das Gefühl deiner Tochter geben, dass immer ihr Haus ist offen für sie. Und wenn sie werden Probleme haben wegen ihrer kriminellen Freund, sie soll dieses Gefühl haben, dass sie sind bereit, sie zu helfen, sie rauszunehmen. Und bedeutet, durch dem, was sie werden das Gefühl haben, normalerweise, jede Situation ist anders, aber normalerweise, 99% von den Kindern, wenn die bemerken, niemand hat etwas verdient, ehrlich zu sagen, also ich bin nicht so alt wie viele von euch, aber niemand hat verdient, Beziehungen mit Kindern auszuschließen und von dem etwas zu verdienen. Die Kinder fallen runter. Jemand hat mir geschrieben vor ein paar Monaten, auch jemand aus einer anderen Stadt in Deutschland, dass ein Kind macht falsche Sachen und möchte mit ihm die Beziehung ausschließen. Und er hat ihm gesagt, und der gibt seinem Sohn viel und er hat recht, sein Sohn macht falsche Sachen. Aber ich habe ihm gesagt, das ist falsch, weil wenn dein Sohn wird verstehen, dass deine Tür ist geschlossen, da wird er noch mehr runterfallen, weil er weiß, es gibt keinen Weg zurück. Dein Sohn weiß im Prinzip die Wahrheit. Wenn er weiß, dass die Tür ist offen, dann er wird einmal zurückkommen. Ja? Und es ist, speziell nochmal mit unseren Kindern, wenn du gibst das Gefühl dem Kind, dass er hat keine Chance, dann sagt er, weißt du was? Du kommst, genau wie wir haben früher gesagt, mit schlechten Noten, du kommst nach Hause, und der Vater schimpft, ja, du bist so. Sagt der Junge, weißt du was? Okay, mein Vater hat recht, ich bin nix. Ja. Und zum Schluss erzähle ich noch eine Geschichte, wie Wörter können viel, viel schaffen. Diese Geschichte sagt, also dieser Herr, der Name von diesem Herr sagt ihnen nichts. Aber es war eine von den Richtern von dem Bundesverfassungsgericht in Israel, heißt Chaim Cohen. Er ist nicht mehr im Leben, er ist schon lange gestorben. Aber er war Kohen. Kennen Sie das? Eine Kohen darf nicht mit einer der Söhne von Aaron darf nicht mit einer geschiedenen Frau heiraten. Aber er hat eine neue Liebe gefunden. Und eine geschiedene Frau. Ich will nicht jetzt reinkommen in den Grund, warum darf er nicht. Und er wollte, ein Rabbiner soll die Hochzeit leiten. Aber kein Rabbiner wollte. Und in Israel, es gibt kein Standesamt, nur Rabbiners können die Hochzeit organisieren. Dann war ein großer Skandal, weil er war Richter im Bundesverfassungsgericht. Ja. So, also im Supreme Court. So, hat er nach Zyprus hingefahren und mit sie Standesamt geheiratet und so. Aber es war so, natürlich alle gläubigen Menschen wollten mit ihm keinen Kontakt haben, weil er war nicht nur als normaler Mensch, der macht einen Verstoß gegen die Tora. Es war ein Richter, ja. So. Und 1976, er hat einmal seine Freund in New York besucht. Das war Simchat Torah und sein Freund sagte, weißt du was, da gehen wir zu Chabad. Synagoge von Chabad, das ist dort eine Simchat Torah. Die Simchat Torah ist doch an dem Tag, was man feiert mit der Torah und das. Und wenn die kamen drin, der Geschäftsführer von der Gemeinde, sah die Chaim Cohen und er wusste nicht, was zu machen, wenn er wird ihn. Da ist Richter, eine hohe Position. Wenn er wird ihm die Ehre geben, mit der Tora zu tanzen, ist auch eine
nicht schön. Was werden die Leute sagen? Ein Mensch, der eine Kohen, der hat mit einer geschiedenen Frau geheiratet, oder? Der Rabbi, Rabbi Schneerson, sah von ganz weit. Er sah die Situation, er sagte dem Geschäftsführer, geben Sie ihm die Tora und soll auch mit uns alle tanzen. Und der Rabbi hat getanzt mit der Richter, Kohen und mit ihm getanzt. Und er hat, der Rabbi hat mit ihm nichts gesprochen, aber die haben 45 Minuten mit alle Chassidim, alle haben getanzt. Ich weiß nicht, was war am Ende mit der Chaim Kohen. Aber was ich weiß von seinem Freund, dass ein Chassid, hören Sie Gott, ein Chassid hat den Freund von Chaim Kohen, der Freund, der hat ihn zur Synagoge von Chabad mitgebracht, hat ihn gefragt, warum kommst du nie mehr zu unserer Simchat Torah Feier? Warst du schon letztes vor ein paar Jahren mit ihm? Sagte er, ich weiß, was hat die Besuch von Chaim Kohen bei euch. Ich weiß, welche Revolution hat das bei ihm geschafft. Und ich möchte keine solche Änderungen bei mir haben. Ich möchte nicht so mehr gläubig sein. Ich weiß nicht, was war persönlich bei Chaim Kohen. Er hat nichts erzählt. Aber der Freund sagte dem anderen Chassid, ich weiß, was bei ihm hat diese Situation geschafft, welche Änderung. Und ich möchte das nicht. Ich möchte nicht näher zu glauben zu kommen. Dann hat er recht. Warum soll er zum Simchat Torah kommen? So, das sieht man, wie Wörter können schaffen eine Änderung. Und davor ist das wichtig, sondern wir alle zum Schluss, genau wie Hillel sein. Und wie Shammai hat auch am Ende verstanden, dass Hillel hat recht. Das sollen wir, wie man sagt, einen Menschen mit freundlichem Gesichtsausdruck annehmen. Weil so wirst du bei ihm eine Änderung schaffen. Und nicht Kritik führen. Kritik ist sehr, sehr einfach. Es ist immer einfach. Und ehrlich zu sagen, wir alle machen dieselbe Fehler. Immer so. Wenn ich spreche zu euch, ich spreche zu mir selbst, ehrlich. Manchmal kommt auch bei mir zu Hause passiert etwas. Ja, ein Kind hat einen Fehler gemacht oder nicht mit Absicht. Oder meine Frau hat etwas gemacht falsch. Und es ist einfach sofort zu schimpfen. Ja? Und manchmal machen wir das. Ja? Wir sind Menschen. Ja? Aber was verdienst du von dem? Wenn du sagst, du schimpfst dein Kind, dann sagt er, weißt du was? Da bleibe ich so. Wenn mein Papa sagt, dass ich bin ein dummes Kind. So. Warum soll ich kämpfen, weiter, also besser zu werden? Du musst immer dem Kind sagen, was war, war, aber du hast doch die Genen von mir. Du kannst sehr gut sein. Aber das ist nicht nur zwischen Mann und Frau, Eltern mit Kindern auch, und auch mit unseren Freunden, mit Mann und Frau und so weiter. Okay, ich hoffe, dass ich habe etwas Neues gegeben im Leben. Ich weiß nicht. Ja? Oder vielleicht, wie ich sage immer, die Sachen waren schon bekannt bei euch, aber vielleicht mehr deutlich gemacht. Ich glaube, die sind genug ausgebildet, diese Sachen allein zu wissen, aber ich habe vielleicht nur Texte in die Tora gezeigt. Das ist so richtig. Okay, alles Gute und bis nächsten Mittwoch. Besrat Hashem.